Ja, das ist auch natürlich ein Thema, wo wir nie zu Ende sind. Also diese Grundprinzipien sind auch nichts, wo wir mal durchgehen und sagen, so Checkliste, okay, Gottesbild, stimmt, passt, ja. Sondern ist sowas, wo wir ewig wachsen und wo ewig tiefer geht und weiter geht. Aber das bestimmt maßgeblich dein Gebetsleben. Das zweite Prinzip, was wir angeschaut haben, ist, dass ich gesagt habe, deine Prioritäten bestimmen dein Gebetsleben. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, das Wichtigste in unserem Leben ist unsere Beziehung zu Gott und deswegen ist auch Zeit mit diesem Gott zu verbringen ganz, ganz wichtig, dann muss sich das irgendwo in unseren Prioritäten zeigen und unsere Prioritäten zeigt es oft darin, wie wir unsere Zeit verbringen. Das heißt, die Zeit, die wir zur freien Verfügung haben, also ich sage nicht, kündigt alle eure Jobs und betet die ganze Zeit nur, sondern was ich sage ist, mit der Zeit, die wir haben, die Energie, die wir haben, wie kann ich priorisieren zu sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist diese Beziehung mit Gott. Und wie in jeder Liebesbeziehung braucht diese Beziehung Zeit und am besten gute Zeit, also Qualitätszeit. Also wenn du ein totaler Morgenmuffel bist und morgens gar nichts bei dir geht, dann bet kurz am Morgen, aber mach es nicht zu deiner Hauptgebetszeit, sondern such dir wirklich qualitativ gute Zeiten, wo du sagst, hier bin ich voll da und ich widme Gott eine richtig gute Zeit meines Tages. Und ich habe euch diesen Zettel gegeben, der alles verändert, wisst ihr noch, ja? Diese Tabelle, ja? Das war einfach eine Tabelle von mir selbst erstellt. Einfach alle 168 Stunden der Woche eingetragen waren in der Tabelle. Also jede Woche hat 168 Stunden. Und ich habe dich herausgefordert zu sagen, fang an, dir Gebetszeiten fest einzuplanen, Woche für Woche. Wenn du ein ganz schön geordnetes Leben hast, dann funktioniert dieser Wochenplan auch jede Woche. Und wenn dein Leben aussieht wie meins, dann nicht so. Aber so kann man Woche für Woche Zeiten sortieren, wo man sagt, das sind meine festen Zeiten. Da suche ich Gott. Und ich habe euch gesagt, ihr werdet 10-mal mehr beten, wenn ihr diese Zeiten einplant. Ihr werdet 10-mal mehr Gebetszeit haben, wenn ihr sagt, ich schedule wirklich meine Termine mit Gott. Ich mache so Dates aus, wo ich sage, hier nehme ich mir eine halbe Stunde, da nehme ich mir mal, keine Ahnung, wenn du sagst, boah, ich habe richtig Hunger und Bock auf Gott, hier nehme ich mir mal den Samstagvormittag oder hier mache ich, keine Ahnung, welche Zeiten für dich auch gut funktionieren. Aber du wirst viel, viel mehr beten, wenn du mit Gott planst und sagst, hier nehme ich mir Zeit und habe euch da sehr ermutigt und gedrängt, das zu tun und all die Ausreden versucht auszuhebeln, weil ihr werdet so viel tiefer gehen mit Gott, wenn ihr mehr Zeit mit ihm verbringt. Das ist so ein absoluter Schlüssel. Und das dritte Prinzip, was wir angeschaut haben, ist, dass wir beten lernen, indem wir die Bibel beten. Also oftmals scheitern unsere tiefen Gebetszeiten daran, dass wir sagen, jetzt habe ich hier Zeit mit Gott, aber was mache ich jetzt die ganze Zeit? Und dann fangen wir so an, unser Herz auszuschütten und über alles zu beten, was uns gerade so beschäftigt. Und manchmal sind wir da auch recht schnell dann durch. Und irgendwie erleben wir da auch keine Tiefe, keine Gemeinschaft, keinen Genuss, sondern es ist halt irgendwie so, ich sage Gott was und manchmal empfange ich da irgendwie Friede oder wie auch immer, aber es geht nicht so richtig tief. Und deswegen habe ich euch eingeladen zu lernen, wie bete ich die Bibel, also wie kann ich das, was auf Gottes Herzen ist, beten, um dort in die Tiefe zu kommen. Weil du darfst alles beten, was auf deinem Herzen ist und ich ermutige dich dazu noch, alles zu beten, was auf seinem Herzen ist. Dieses Buch zu nehmen und zu sagen, okay, das, was er dort spricht über sich, über sein Reich, über mich, über die Welt, all das ist eine Einladung, eine Begegnung mit Gott. Und ich habe euch beigebracht, die Lectio Divina, wenn ihr noch mit diesem Begriff familiar seid, ja, Lectio Divina, also zu Deutsch wäre das die göttliche Lesung. Das ist einfach ein Prinzip, es gibt ganz viele verschiedene Methoden, sage ich mal, wie man die Bibel beten kann oder die Bibel meditieren kann. Und Lectio Divina ist so der Superstar unter den Bibelmeditationen. Der ist schon seit ein paar Jahrhunderten auf Platz 1 und deswegen habe ich euch das beigebracht. Eine ganz einfache Sache, die unglaublich tief ist mit diesen 4 Schritten. Wir lesen die Bibel, dann denken wir darüber nach, dann beten wir es zurück und dann Kontemplatio, dann sind wir einfach vor Gott und ruhen in dieser Wahrheit. Und ich bin auch gerade dabei, bei uns im Gebetshaus 2 tolle Mitarbeiter zu trainieren in diese Gebetsthemen. Eine sitzt da hinten ich habe ihnen auch Lectio Divina vor einigen Wochen beigebracht und habe ihnen dann Aufgaben gegeben, das umzusetzen. Und sie sind da beide dran und es ist so spannend zu sehen, dass es oftmals nicht was ist, was wir einmal machen und zack und
das verändert unser Leben, sondern dass wir wirklich sagen müssen, wir nehmen das und wir laufen damit und wir setzen es zu einer Priorität und wir lernen das richtig. Aber ich mag euch so ermutigen, Lectio Divina oder jede andere Bibelmeditation wird euch helfen, echt eine Tiefe mit Gott reinzukommen. Okay, das war so die Zusammenfassung vom letzten Mal. Ich glaube, ab heute haben wir dann auch die Predigten auf der Homepage vom Bibeltraining Center oben und es gibt auch einen Videopodcast sogar. Danke an Klaus-Peter, vielen Dank. Und dann könnt ihr das auch alles nachhören, wenn ihr letztes Mal nicht da wart oder wenn ihr letztes Mal da wart und sagt, boah, ich habe es noch nicht umgesetzt, ich muss mich nochmal dem aussetzen und dann, genau, geht er nochmal rein. Okay. Das war letzten Monat und ich gebe euch einen kurzen Einblick, was wir heute so machen. Ich habe heute ganz viel Input rausgenommen, um zwei Sachen richtig zu machen mit euch, weil ich bin immer so versucht, so 100 Sachen zu machen und dann geht doch nichts tief und ich habe mich heute entschieden, ich werde starten damit, dass ich euch nochmal ganz kurz so ein biblisches Paradigma von Gebet lehre, über das Gebet Genuss ist. Und wo das biblisch herkommt, um euch heute Morgen auch ein bisschen zu inspirieren und wach zu kriegen und zu motivieren und dass euer Herz anfängt zu brennen und zu glühen. Und dann machen wir heute zwei ganz, ganz praktische Sachen. Ich werde euch versuchen beizubringen, wie wir biblische Gebete beten. Und das Zweite, und das ist der absolute, also da will ich nachher, das werden wir nach der Pause machen, dass ihr voll da seid, so offen seid, es aufsaugt und tief geht. Ich werde euch den Rolls Royce unter den Gebetsformen beibringen und das ist das innere Gebet. Und da freue ich mich unglaublich drauf. Dann nehmen wir den ganzen zweiten Block dafür, euch das innere Gebet beizubringen. Und genau, das ist so, was ich heute mit euch vorhabe. Und nächstes Mal, das heißt Ende November, da werden wir ein bisschen mehr darüber sprechen, wie integriere ich Gottes Gegenwart in meinen Alltag, wie kann ich mit Gott verbunden sein im Alltag und ich werde euch schöne Sachen beibringen, wie zum Beispiel das Examen, das klingt total sexy, ja. Also es gibt keinen Test, ja, sondern es gibt eine Gebetsform, die heißt das Examen und das ist unglaublich gut und nächstes Mal werde ich euch dann mit so ganz vielen Sachen noch bombardieren, so etwa so 10, 15 verschiedene coole Sachen, wie man sein Gebetsleben pimpen kann und die einfach immer so 3 Minuten raushauen und da kriegt ihr dann ganz viele Goldnuggets und könnt die sammeln und dann damit laufen und nächstes Mal, das ist ganz wichtig, werden wir so eine Q&A-Zeit machen, also Frage-Antwort-Zeit, einfach rund ums Thema Gebet, das heißt, wenn ihr auch heute Fragen habt, wo ihr sagt, oh, wie hat er das gemeint oder was ist dann damit oder wie auch immer, könnt ihr euch heute schon notieren und nächstes Mal mitbringen und nächstes Mal machen wir dann eine schöne Frage-Antwort-Zeit und gehen dann nochmal in ganz viele Gebetsthemen rein, die euch interessieren. Ist es gut soweit? Okay, wunderbar. Ich würde sagen, dann beten wir noch, wenn wir schon über Gebet lehren heute und richten unsere Herzen echt aus. Ich weiß, es ist immer so hart, gell? Man Samstagmorgen, man kommt gerade vom Frühstück irgendwie hergefahren und wuff, es geht los, gell? So, wir sind gewohnt, wir kommen irgendwo hin, erstmal Lobpreis, wo wir aufwachen können. Und aber hier ist man zack gleich da. Deswegen, ich bete mal noch und dann starten wir voll rein. Herr, wir danken dir, dass du hier bist und dass du schon auf uns wartest, uns zu begegnen heute Morgen. Und ich danke dir, dass du sprechen möchtest zu jedem von uns. Und ich danke dir, dass du ein unbändiges Verlangen nach jedem von uns hast. Und ich bete heute Morgen, dass du uns ziehst in deine Gegenwart. Ich bete, dass wir heute wirklich lernen und empfangen und erleben. Ich bete, dass Offenbarung da ist, dass Erkenntnis kommt. Und ich bete dich, dass Inspiration und Motivation in unseren Herzen aufsteigt. Und dass du wirklich ja, uns freisetzt, tiefer zu gehen im Gebet und dich mehr zu genießen und es mehr zu lieben, vor dir zu sein. Ich bete, dass du mich führst jetzt beim Sprechen und ich bete, dass du uns führst beim Hören und Aufnehmen. Ich bete, dass du uns echt Herzen gibst, die eine große Kapazität heute Morgen haben, wirklich zu empfangen und zu nehmen und damit zu laufen, Herr. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Gut, bevor wir ganz praktisch diese zwei Gebetsformen anschauen, die wir heute anschauen werden, nämlich biblische Gebete beten und das innere Gebet, bevor wir das machen, inspiriere ich euch hoffentlich noch ein bisschen über Enjoyable Prayer, also zu Deutsch genussvolles Beten oder so könnte man sagen, deswegen haben wir den englischen Titel genommen. Also wie kann Gebet ein Genuss sein oder Gebet eine Freude sein und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so ganz ehrlich bist und dein Gebetsleben anschaust, was für Emotionen da sind,
Und ich habe das Privileg, schon seit vielen Jahren irgendwie über dieses Thema zu lehren und in 1:1 oder in ganz großen Settings Leute zu teachen über Gebet. Und ich stelle immer wieder fest, ganz oft ist Gebet nicht unbedingt verknüpft mit dem Wort Genuss, Freude, Lust, sondern oftmals mit anderen Vokabeln, wie zum Beispiel Druck, Pflicht, Enttäuschung, Frust, keine Ahnung, solchen Worten eher. Und deswegen mein Ziel mit diesem Kurs ja auch, dich von hier nach dort zu bewegen, also dass das Gebet für dich was wird, wo du dich drauf freust, was du gerne machst, was dir Spaß macht. Und das heißt nicht immer, dass du jeden Tag irgendwie aufwachst und die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Raum und du schwebst in die Gegenwart Gottes, das meine ich gar nicht, aber dass du grundsätzlich, du es liebst zu beten. Und du nicht sagst, oh, ich sollte eigentlich, muss auch noch. Und auch, dass wenn du betest, es nicht irgendwie so eine trockene Angelegenheit ist, wo du so da sitzt und denkst, oh, was mache ich jetzt eigentlich hier? Und dann hast du alles gebetet und Herz ausgeschüttet und gemacht und getan und alle Gebetsformen angewendet, die du kennengelernt hast und guckst auf die Uhr, 10 Minuten sind vorbei und du denkst, ich krieg die Krise, ja. Sondern das Gebet, was ist, wo du sagst, ja, also wir haben im Gebetshaus, gibt's so diese, wir haben eine sehr komplexe Gebetstheologie und wir haben die einfach zusammengefasst in folgendem Ausdruck. Was ist Gebet? Gebet ist, Jesus. Sag mal, Jesus. Oder auch Jesus ist dasselbe. Jesus. Das ist Gebet, ist Gott genießen, ihn erfahren, da zu sein. Und da fällt ganz viel weg von diesem Druck, diesen Pflichten, dieser Anspannung. Es geht darum, den schönsten Menschen der Welt, nämlich Jesus, kennenzulernen, der gleichzeitig Gott ist, um mit ihm tiefer zu gehen, sich lieben zu lassen, ihn zu lieben. Es ist Genuss. Und das will ich euch an 3 Beispielen zeigen. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gebet Genuss ist. Aber ich will euch so ein bisschen zeigen, wie kann Gebet aussehen und wie will Gott, dass es aussieht und auch wie soll es in deinem Leben aussehen. Und das erste Beispiel, wer so ein richtiger Genießer war, das war König David. Der hat auch so die Hälfte der Psalmen etwa geschrieben und der war so ein richtiger Genießer Gottes und er ist für mich so ein Role Model, so jemand, wo ich sage, wie er sein Gebetsleben, wie er Gott gesucht hat, das ist für mich ein Vorbild, wie ich das tun möchte. Und David war ein Mann, der gesagt hat, ich habe eine ganz klare Lebensvision. Ich habe ein ganz klares Ziel mit meinem Leben. Es gibt eine Sache, die ich mehr will als alles andere. Und er hat gesagt, diese eine Sache, er schreibt es im Psalm 27, Vers 4, er sagt, das ist, wofür ich lebe, dass diese eine Sache, neben dass ich König bin und Vater bin und Krieger bin und das bin und jenes bin und 1000 Sachen zu tun habe, es gibt eine Sache, für die ich lebe, eine Sache, die mich verzehrt, eine Sache, die ich mehr will als alles andere, eine Sache, für die ich alles andere bereit bin aufzugeben. Und er sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten. Also eine Sache will er, also nicht 10.000, sondern er sagt, diese eine Sache will ich, eins habe ich vom Herrn erbeten, Psalm 27, Vers 4. Und danach trachte ich. Das heißt, er sagt, das ist die eine Sache, wonach ich mein ganzes Leben ausrichte. Dieser eine Punkt, dafür lebe ich. Ich will wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit meines Gottes und nachzudenken in seinem Tempel. Das heißt, das, wofür er gelebt hat, ist, dass er gesagt hat, das Allerwichtigste, das, um was ich Gott bitte, ist, oh, lass mich Gott ein Mensch sein, der alle Tage meines Lebens, heute Morgen und solange ich lebe, jemand ist, der in deiner Gegenwart wohnt, der dich sucht, der dort zu Hause ist, wo du bist. Um was dort zu tun? Einfach Gott, um deine Schönheit anzuschauen. Für ihn war Gebet nicht in erster Linie, ich bringe Gott meine Bitten und ich schütte mein Herz aus und ich mache 1000 Dinge, das hat er auch getan, aber in erster Linie sein Konzept von Gebet war, Gebet heißt, ich setze mich in seinen Tempel, ich setze mich dort vor ihn hin und ich schaue einfach an, wie schön er ist. Ich genieße einfach, wie schön mein Gott ist. Und der David hat ja sehr viele Psalmen geschrieben und wenn man die so liest, ich liebe das, ich tue mal so ein paar Sachen so rausziehen, was er unter Gebet verstanden hat. Er sagt zum Beispiel im Psalm 16, Vers 11, dass vor Gottes Angesicht ist die Fülle von Freude und in seiner Rechten sind Vergnügung alle Zeit oder für Ewigkeit. Das heißt, er sagt, mein Gott, wenn ich zu dir komme, vor deinem Angesicht, in deiner Gegenwart, da ist nicht Trübsalblasen, sondern da ist Fülle von Freude. Er sagt, die höchste Freude, die es gibt, sagt er, ist in der Gegenwart Gottes zu finden. Er sagt, es gibt nichts, was mir höhere Freude, mehr Genuss bringt als dieser Gott.
Und in deiner Rechten sind Vergnügung für die Ewigkeit. Er sagt, da ist die perfekte Freude, alles, was ich mir je gewünscht habe. Der höchste Genuss ist bei dir zu finden, und zwar nicht nur an einem Tag, sondern für alle Ewigkeit. Gott, du bist der, den ich suche. Das war für ihn Gebet. Oder er sagt in Psalm 21, Vers 7, über den Mann, der Gott sucht. Er sagt, du erfreust ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Er sagt, das ist, was du tust. Wenn Menschen dich suchen, wenn sie vor dich kommen, dann erfreust du sie mit Freude vor deinem Angesicht. Das war sein Konzept von Gebet. Oder er sagt so schöne Sätze, ich habe euch das, glaube ich, schon mal gesagt, mein Lieblingsgebot in der Bibel. Habe ich das hier schon erwähnt? Ja? Nein? Okay. Mein Lieblingsgebot in der Bibel steht im Psalm 37, Vers 4. Das hat David aufgeschrieben. Und das Gebot ist folgendes. In der Elberfelder steht, habe deine Lust am Herrn. Also ein bisschen schöner ausgedrückt, genieße Gott. Das ist deine tägliche Pflicht. Das ist mein Lieblingsgebot. Ja? Ich komme dann zu Gott und sage, Gott, heute muss ich dich genießen. Ich bin hier, um meine Pflicht zu erfüllen. Du musst mich mit so einer Freude füllen, wie ich es noch nie erlebt habe. Du darfst die Tiefen meines Herzens erfreuen. Du darfst mich küssen mit deinem Wort. Du darfst mir einfach Gutes tun, weil ich muss hier sein. Und das war sein, wie er gebetet hat und was für ihn Gebet bedeutet hat. Er sagt so schöne Sätze wie, schmecket und sehet, wie freundlich oder wie gütig Gott ist. Für ihn war das nicht nur so ein, also wir haben manchmal so enjoyable prayer, ja, Freude am Gebet, ja, ich habe die Freude am Herrn. Freude ist sowas Innerliches, Heiliges, Ewiges. Nee, Freude ist, wenn wir lachen, wenn wir uns freuen. Ja? Und auch die Freude am Herrn ist nicht irgendwie sowas Abstraktes, was wir im Kopf haben. Wir laufen kriegsgrämig rum, sondern wir freuen uns am Herrn. Nee, Freude am Herrn ist Freude. Ja? Es ist Genuss, es ist Schönheit, es ist Spaß haben mit Gott. Und er sagt, man kann das schmecken, man kann das sehen, man kann das erfahren. Es kann was werden, was ich nicht nur, ich sitze da und bete und fühle mich danach gut, weil ich eben meine Gebetszeit geschafft habe. Sondern er sagt, ich kann in dieser Zeit Gott begegnen, dass es wie ein Schmecken ist, wie ein Sehen ist, wie ein Ergriffensein, wie ein Berührt. Ich habe intime Begegnung mit diesem Gott. Ich liebe auch Psalm 36, wo er sagt, er sagt, wie köstlich ist deine Gnade. Und dann sagt er, Menschen laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Das ist jetzt nicht so ganz der moderne Ausdruck, weil bei Fett sagen wir, oh, möglichst fettfrei, ja. Aber das war so das Beste des Hauses, das gibst du mir. Und den Strom der Wonne, also Wonne ist jetzt auch nicht unbedingt das Wort, was wir so im Jugendjargon gebrauchen, ja. Was eine Wonne, dieser Gottesdienst. Aber Wonne ist so absolute Befriedigung, Freude, Genuss. Das höchste, also wenn Wonne in der Bibel steht, ist es so das höchste, was die Bibel kennt an Freude. Das ist eine Steigerung eigentlich, die absolute Wonne. Ja. Und er sagt, mit Strömen von Freude, mit Strömen von Wonne, von Befriedigung, von Genuss, drängst du die Leute, die zu dir kommen. Er sagt, Gott ist eine Quelle, die immer gibt und spendet und wir müssen es nur drunter stellen und empfangen. Und wenn wir dieses Konzept von Gebet haben, dann fängt es an Spaß zu machen, wenn wir anfangen, das zu erleben. Aber wenn du das erlebst, du wirst süchtig, das ist, was du willst. Und andere Dinge, also süchtig in einem sehr positiven Sinne, ja, Gott zu suchen und irgendwann wird man süchtig, man nennt das eine Sucht, irgendwann wirst du sagen, andere Dinge reichen mir nicht mehr. Der Frieden, die Freude, das, was andere Dinge mir geben können, ist nichts verglichen mit diesem Gott. Ich habe mal eine Predigt gehalten, die habe ich genannt, Heiligkeit durch Genuss. Weil Heiligkeit kommt nicht durch wir schlagen uns auf den Rücken und versuchen, bessere Menschen zu werden, sondern wenn wir schmecken, wie gut Gott ist, du willst nicht mehr die anderen Dinge, denen du nachgerannt bist. Das war so ein bisschen David. Dann will ich euch ein zweites Beispiel bringen, wie Gott sich so sein Haus vorstellt. Und das ist in Jesaja 56, Vers 7. Da spricht Gott darüber, und das ist eine Stelle, die im Neuen Testament von Jesus aufgegriffen wird. Er beschreibt, wie sein Haus aussehen soll. Und er sagt, mein Haus wird ein Gebetshaus oder ein Haus des Gebets genannt werden für alle Nationen. Und er sagt dort, dass sein Volk, sein Haus, seine Kirche ist in erster Linie ein Ort des Gebets und der Begegnung mit ihm. Und was er dort sagt, ist was ganz Spannendes. Er sagt nämlich, ich werde die Menschen, und da ist es die Söhne der Fremde, also auch die Nichtjuden, und wenn du hier drin bist und kein Jude bist,
wovon ich jetzt mal ausgehe, dann bist du drin. Ja? Er sagt, ich werde sie bringen in dieses Gebetshaus und ich werde sie dort erfreuen. Und mit Gebetshaus ist dann nicht gemeint, dass ihr alle nach St. Georgen kommen müsst in unser Gebetshaus, was wir haben. Du bist herzlich eingeladen, aber das ist nicht der Punkt, sondern dass das Kernwesen des Volkes Gottes ist Gebet, ist ein Ort, da wo Christen zusammenkommen, ist ein Ort des Gebets, der Gottesbegegnung. Und Gott sagt, er führt uns dorthin und dort erfreut er uns. Also der Ort, wo Gott dich erfreuen will, ist der Ort des Gebets. 56, Vers 7. Jesaja 56, Vers 7. Genau. Und deswegen kann auch David sagen im Psalm 122, ich freute mich, als sie sagt, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sagst, also ob da jetzt schon ist, ich freue mich, wenn ich dran denke, dass ich nachher eine Gebetszeit habe. Aber das wäre so das Ziel Gottes. Also ich will sie bringen an diesen Ort des Gebets und dort erfreuen. Und Gott sagt, ich will das tun. Ich will dich nehmen, ich will dich führen in ein Gebetsleben und dich dort erfreuen. Und jetzt hörst du das vielleicht alles und denkst so, wow, David, Superhero, okay, Jesaja 56, krass. Aber wenn ich mein Gebetsleben anschaue, ist es vielleicht noch nicht so die Freude und vielleicht habe ich schon mal was Positives erlebt, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie jedes Mal da begeistert rausgehe. Deswegen schauen wir uns ein drittes Beispiel an, um dich ein bisschen zu ermutigen. Und das ist diese Stelle über den neuen Bund. Es gibt ja verschiedene Stellen im Alten Testament, wo beschrieben wird, Gott wird einen neuen Bund bringen. Und Jesus sitzt dann beim letzten Abendmahl da und sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, das ist mein Leib, ja, und er führt diesen neuen Bund ein. Und wenn du von neuem geboren bist, dann bist du in diesem neuen Bund drin. Und in Jeremia 31 wird er beschrieben und da werden so verschiedene Aspekte beschrieben. Da wird zum Beispiel gesagt, in diesem neuen Bund werde ich mein Gesetz in euer Herz schreiben. Ja, so verschiedene Dinge. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein. Und dann gibt es eine ganz interessante Passage. Das ist Jeremia 31, 34 und das wird auch zitiert im Hebräerbrief. Dass es dort heißt, in diesem neuen Bund wird es so sein, dass niemand mehr sagen muss, erkenne Gott, weil alle werden mich kennen. Und dann heißt es so schön, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten werden alle mich kennen, spricht der Herr. Und jetzt muss ich das ein bisschen erklären, dass es dich richtig begeistert. Im Alten Bund war es so, wir lesen immer die super Geschichten von dem Mose, wir lesen die super Geschichten von dem David und so weiter, aber insgesamt war es ja so, dass eine recht geringe Zahl von Menschen so richtig tief mit Gott waren und das Restvolk konnte auch Gott nahen, aber die haben... Priester, Leviten und so weiter waren eigentlich die Repräsentanten und, oder Propheten oder wie auch immer, die viel tiefer mit Gott waren als das Gesamtvolk. Und so das Konzept sah so aus, der heilige Mann ist auf den Berg gegangen, hatte die Megazeit mit Gott, kam runter, strahlend wie eine Glühbirne und hat dem Volk, dem unwissenden Volk erklärt, wie Gott ist. Ja, das war so das Konzept im Alten Bund, dass nicht jeder eine innige, tiefe, leidenschaftliche Liebesbeziehung mit Gott gelebt hat. Und dieses Konzept, sagt der neue Bund, das wird vorbei sein. Das heißt, es wird nicht so sein, dass es einen heiligen Mann gibt, der vom Berg runterkommt und das unwissende Volk belehrt, wie Gott ist, sondern alle werden Gott kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Und manchmal haben wir in Gemeinden oder wo auch immer wir so unterwegs sind, in christlichen Kreisen, immer noch dieses Konzept. Der heilige Mann vom Berg steht vorne mit dem Mikro in der Hand und das unwissende Volk sitzt da, um zu lernen, wie Gott ist. Und wir haben nichts gegen Seminare, wir sind ja auch heute bei Bibeltraining. Aber der Punkt ist, dass niemand, egal ob er vorne steht oder auf dem Stuhl sitzt, einen besseren Zugang hat zu Gott, sondern wir alle sind berufen, vom neuen Bund her eine innige, tiefe, leidenschaftliche Liebesbeziehung zu haben. Und wenn es dort heißt, alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich kennen, dann muss ich vielleicht ganz kurz erklären, was das bedeutet, weil kennen heißt nicht nur, ah ja, Gott, ich kenne dich, ja, sondern das Wort kennen ist der Ausdruck in der Bibel, den die Bibel immer beschreibt, um unsere Beziehung mit Gott im engstmöglichsten Ausdruck zu belegen. Also das Wort kennen kommt in der Bibel eigentlich aus einem ganz anderen Kontext, eher so aus Adam erkannte Eva. Und wir sind ja alle volljährig, glaube ich, oder die meisten zumindest, wir wissen, was das bedeutet. Ja, das war nicht... Adam läuft da rum und sagt, ah, Eva, erkannt. Und Eva hat gesagt, ah, Adam, auch erkannt. Und sie haben sich erkannt und schwupps, war ein Kind da. So, wir wissen, dass irgendwas passiert.
das Wort kennen in der Bibel beschreibt die innigste Verbindung zwischen Mann und Frau, wo sie sich vollkommen einander schenken, einander genießen, einander vollkommen nackt sehen, vollkommen schamlose, innige, tiefe Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Also Sex. Und dieses Wort gebraucht die Bibel, um zu beschreiben, wie innig unsere Gottesbeziehung ist. Und jetzt muss ich ganz deutlich sagen, also nicht, dass eine sexuelle Komponente zwischen uns und Gott ist, aber dieses Wort wird beschrieben, um auszudrücken, wie innig, wie liebevoll, wie tief unsere Gottesbeziehung ist. Also Gott sagt in diesem neuen Bund, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann ist da ein Bund und ich verpflichte mich in diesem Bund zu etwas. Und eine meiner Verpflichtungen ist, ich werde mit dir eine Beziehung führen, die so tief ist, wo du schamlos echt dich mir schenken kannst und wo ich, Gott der Allmächtige, mich dir vollkommen schenke und wo wir einfach einander unglaublich genießen und erfreuen. Also Sex ist ja nicht nur ein Fortpflanzungsding, sondern einfach, es ist schön. Und genauso ist Gebet nicht nur so ein Fortpflanzungsding. Gebet nicht einfach nur so, damit Frucht rauskommt. Ich bete, damit Dinge geschehen. Nein, Gebet ist in erster Linie was Schönes. Und dann gibt es so Abfallprodukte, wie Menschen werden geheilt, Dinge ändern sich und so. Aber das Wesentliche am Gebet ist, dass wir einfach Gott genießen und er uns genießt. Und nochmal, es geht nicht um eine sexuelle Komponente, sondern die Tiefe von diesem Bild. Und jetzt hast du quasi verbrieft von Gott, dass er sagt, okay, ich habe mit dir einen Bund geschlossen und ich verspreche dir vom Kleinsten bis zum Größten, alle dürfen mich kennen auf die intimste, innige, tiefste, schönste Art und Weise, die es gibt, jemanden zu kennen. Und das mit dem allmächtigen Gott. Und wenn es heißt vom Kleinsten bis zum Größten, dann bedeutet das alle, dann bedeutet es auch du. Ich sage immer, wenn du hier drin sitzt und sagst, boah, die sind alle so Superchristen um mich rum und ich bin gar nicht so der Superchrist und ich bin hier der Kleinste und überhaupt kann gar nichts und bin noch gar nicht so weit und reif und mache so viele Fehler, dann bist du drin, weil der Kleinste ist drin. Und wenn du hier drin sitzt und sagst, boah, ich bin der Größte, dann gibt es auch für dich Hoffnung, ja? Weil auch der, ja, also alle im Volk Gottes sind eingeladen, diese innige Liebesbeziehung zu haben. Und die Wahrheit ist, Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3 sogar, das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Und er beschreibt es dort. Er sagt, das ewige Leben ist was, was jetzt anbricht und eben ewig weitergeht, ist dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, zu erkennen. Ewiges Leben bedeutet einfach zu tiefer in diese Einigkeit, Verbindung, Tiefe, Gemeinschaft, liebevolles Miteinander mit Gott zu wachsen, diese Vertrautheit mit ihm mehr und mehr zu kommen. Das ist ewiges Leben. Wenn du jetzt enttäuscht bist, dann kennst du nicht, wie schön Gott ist. Okay, was will ich damit sagen? Das biblische Konzept von Gebet ist wirklich enjoyable prayer. Ist, dass Gebet etwas ist, wo wir wie David einfach die Freuden Gottes erleben. Es ist das Konzept, dass Gott uns führt an den Ort des Gebets und dort erfreut. Und es ist das Konzept, dass wir liebevolle Gemeinschaft haben mit einem Gott wie Mann und Frau, einer innigsten möglichen Form, du mit Gott dein Herz teilst. Und das Schöne ist ja, dass Gott es irgendwie schafft, nur Lieblingskinder zu haben und jeden vollkommen zu lieben, als gäbe es keinen anderen und mit jedem eine absolut individuelle eigene Beziehung zu führen. Also was Gott überhaupt nicht möchte, ist Uniformität. Also was er überhaupt nicht möchte, ist, wir alle alles gleich machen. Alle gleich denken, alle gleich beten, alle gleich irgendwie. Sondern er kennt dich und er hat dich so gemacht, weil er dich so wollte und er mag, wie du bist. Gibt so ein paar Ecken, die wird er noch abfallen, aber insgesamt, ja, so das Gesamtprodukt, schaut er dich an und sagt, ah, wunderbar, sehr gut. Und dann sagt er, und mit dir will ich eine Beziehung führen, wie ich sie mit keinem anderen führen kann. Weil niemand so ist wie du. Und das Schöne ist, niemand kann Gott so lieben wie du. Weil ich kann Gott nicht so lieben, wie du ihn lieben kannst, weil ich bin ja nicht du. Und du kannst Gott nicht so lieben wie ich. Und deswegen ist es so bedeutsam, wenn du Gott liebst. Und deswegen ist für Gott, wenn er deine Stimme hört, dann flattert sein Herz und er freut sich. Und er will dir nahe kommen und er will ganz, ganz nah bei dir sein. Und seine große Sehnsucht, sein tiefes Verlangen ist, dass er sagt, ich will innige Gemeinschaft mit dir haben. Und wisst ihr, warum David der Mann nach dem Herzen Gottes war? Also sicher nicht, weil er so super perfekt war. Sondern weil er verstanden hat, um was es wirklich geht. Ich habe das vorhin gesagt, er hat gebetet, eins habe ich von Gott erbeten, danach trachte ich, ich will wohnen im Haus des Herrn, um anzuschauen die Schönheit Gottes.
Das war sein Herz. Und wisst ihr, was das Herz von Jesus ist? Das Herz von Jesus ist Johannes 17, Vers 24, wo er betet, kurz vorm Kreuz: Vater, ich gehe jetzt ans Kreuz, also ich tue es mal ein bisschen ausschmücken, Vater, ich gehe jetzt ans Kreuz, aber es gibt eine Sache, die ich noch will. Und er sagt in Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind und meine Herrlichkeit anschauen. Exakt dasselbe, was David gebetet hat. Das ist das Herz Gottes. Gebet ist nicht in erster Linie, wir beten, damit tausend Dinge geschehen und wie auch immer. Also ich liebe es auch, über Fürbitte zu lernen, keine Frage. Und ich liebe es, wenn wir durch Gebet Berge versetzen und Dinge verändern. Aber das Hauptding, was mit Enjoyable Prayer uns beibringen will, ist Gebet ist, Jesus hat Verlangen danach, dass du bei ihm bist und er will dir seine ganze Herrlichkeit zeigen. Das ist Enjoyable Prayer. Okay, dann werden wir ab jetzt praktisch. Also ich bringe euch eine weitere Gebetsübung oder ich nenne es oft geistliche Gewohnheiten bei. Bei mir sieht es so aus, ich habe meine festen Zeiten jede Woche, wo ich sage, da bete ich und manchmal kommt spontan auch was anderes dazu oder manchmal fällt auch leider spontan was aus. In diesen Zeiten habe ich mag gewisse Form, wo ich sage, ich mache das und dann das und dann das, aber ich kriege die Krise, wenn meine Gebetszeit zu strukturiert ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, also ich bin nicht so der Typ, der so zu sklavisch, die ersten 10 Minuten mache ich das, dann mache ich 7 Minuten das, da kriege ich die Vollkrise, ja. Das heißt, was ich mache ist vielmehr, ich habe so einen ganzen Pool von Gebetsübungen oder Sachen, die ich tun kann. Also ich habe da sogar eine ganze Liste in meiner Bibel liegen, ja, so, keine Ahnung, 15, 20, 25 verschiedene Gebetsformen und je nachdem, wie lustig ich bin, mache ich irgendwas. Ja, also was mache ich in meiner Gebetszeit? Gibt es ein paar Dinge, die ich eigentlich immer mache oder regelmäßig mache und sonst gibt es manche Sachen, die packe ich einfach ab und zu mal aus, wenn ich sage, oh, jetzt habe ich Bock, das zu machen. Oder wenn ich so manchmal da sitze und ich bin total braindead und denke so, boah, ich weiß gar nicht, was soll ich überhaupt tun jetzt und Gott, wo bist du und wer bin ich und wenn ja, wie viele und so, ja, kennt ihr solche Zeiten? Und dann denke ich einfach, ah ja, jetzt gucke ich mal, was kann ich, ah ja, genau, das mache ich und es hilft mir dann, mich aufzumachen, Gott zu suchen. Und das bisschen, was wir machen, ich habe euch Lectio Divina beigebracht. Ihr selber kennt ja auch, also ihr betet ja auch schon, das heißt, ihr habt auch eigene Formen des Gebets schon, wo ihr sagt, so bete ich und das habe ich. Und so baut ihr euch wie so ein Werkzeugkoffer auf, wo ihr sagt, wann immer ich irgendwas brauche, hole ich das halt raus und mache das. Und die nächste Gebetsform, die ich euch eben beibringen möchte, sind biblische Gebete zu beten. Und im Prinzip ist es dasselbe Prinzip wie bei Lectio Divina. Es geht darum, die Bibel zu nehmen und damit zu beten. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie wenig über biblische Gebete gelehrt wird, wenn ich mir anschaue, wie absolut gigantisch dieses Konzept ist. Und ich glaube, wir würden eine echte Gebetsrevolution erleben, wenn wir jedem neuen Christen beibringen würden, mit den biblischen Gebeten beten zu lernen. Da würden wir uns ganz viel Ärger ersparen und Gutes hervorbringen. Deswegen, ich bringe euch das ein bisschen bei. Was sind biblische Gebete? Wie nutze ich die? Wie setze ich das ein? Und das ist eine meiner Dinge, die ich manchmal aus meiner Box raushole und sage, okay, jetzt nehme ich die nächste Zeit und ich bete ein biblisches Gebet und es hilft mir, Gott zu begegnen und mit Gott über Dinge zu reden und wie ein Sprungbrett in seine Gegenwart zu kommen. Okay, seid ihr da? Wunderbar, dann starten wir rein. Ab jetzt habt ihr auch, was ich sage, auf dem Konzept. Okay, was sind biblische Gebete? Ist natürlich extrem kompliziert. Biblische Gebete sind Gebete, die in der Bibel stehen. Ah, okay, jetzt versteht man das. Biblische Gebete sind Gebete, die in der Bibel stehen. Und das dickste Buch in der Bibel ist ja zum Beispiel ein Gebetsbuch oder ein Gesangsbuch, das sind die Psalmen. Da sind richtig gute Passagen dabei, die man nutzen kann. Aber ich werde heute das eher aufs Neue Testament, auf die biblischen Gebete im Neuen Testament beschränken. Und das sind, je nachdem wie man zählt und welche man reinzählt, zwischen 20 und 30 Gebete im Neuen Testament. Und man nennt die auch oft die apostolischen Gebete, weil die eben von den Aposteln kommen. Also wenn ihr apostolische Gebete hört, das sind einfach biblische Gebete im Neuen Testament. Apostolische Gebete deswegen, weil die Apostel sie geschrieben haben. Apostel wie zum Beispiel Petrus oder Paulus oder Jesus, das ist ja der oberste Apostel, ja. Deswegen apostolische Gebete. Ich habe euch hier mal eine Liste mit ein paar reingemacht.
in das Konzept. Das sind, wie gesagt, nicht alle, aber einfach mal, dass ihr eine Idee kriegt. Das bekannteste apostolische oder biblische Gebet ist ja sicherlich aus Matthäus 6. Das kennen wir alle, das Vaterunser. Ja. Das ist ein biblisches Gebet, das hat Jesus uns gelehrt. Und genau, muss man vielleicht gar nicht viel zu sagen. Jeder kennt es, jeder, der so ein bisschen christlich sozialisiert wurde, kann es auswendig beten. In manchen Gemeinden oder in manchen Gebetsgruppen wird es jedes Mal gemeinsam gebetet. Also das ist ein Gebet, das kennen wir gut. Aber es gibt viel, viel mehr Gebet als das. Wie gesagt, ich habe hier mal ein paar reingemacht. Ich will euch vor allem das Augenmerk legen mal auf ab Epheser 1. Epheser 1, Epheser 3, Philippa 1, Kolosser 1, das sind meine vier Heroes. Also das sind die super Gebete, das sind meine besten Freunde bei den biblischen Gebeten, sind diese vier. Das sind die absoluten Mega-Gebete. Ja? Also die anderen sind auch alle super, aber die vier sind gigantisch. Und biblische Gebete sind ja quasi, dass Paulus zum Beispiel schreibt in Epheser oder in Kolosser oder in Philippa oder so, er sagt, hey, ich bete für euch, das schreibt er irgendwie an jede Gemeinde, ich bete die ganze Zeit für euch. Und dann sagt er, und ich bete, und dann beschreibt er, was so die Essenz seines Gebets ist. Und wenn man das so liest, dann stellt man schnell fest, das ist sehr paulinisch ausgedrückt. Also das sind so Gebete, die so super verschachtelte Sätze sind, ja, wo man nicht so intuitiv wie beim Vater Unser gleich checkt, um was es geht. Aber was er dort auch formuliert, ist ja nicht, okay, genauso hat er das gebetet, sondern er fasst sein Gebet zusammen und setzt quasi wie so Überschriften. Also ich habe für euch gebetet, erstens, zweitens, drittens. Also wenn ihr zu jemandem sagt, ich habe für dich gebetet, und dann würdet ihr versuchen zusammenzufassen, was ihr gebetet habt, dann würdet ihr nicht das ganze Gebet sagen, jeden Satz, den ihr gesagt habt, jedes was da drin war, sondern ihr würdet einfach sagen, also ich habe heute für dich gebetet, für deine Ehe, das und das, ich habe gebetet für das und jenes. Und so fasst er quasi zusammen für euch, Epheser, für euch in Philippi, das habe ich für euch gebetet, und er fasst sein Gebet zusammen. Okay, und wir schauen uns einfach mal an, dass ihr so ein Gefühl für kriegt, von was ich hier spreche. Fangen wir mal mit meinem Lieblingsgebet an. Ich habe nur Lieblingsgebete, aber das ist mein Lieblingsgebet von den Lieblingsgebeten. Epheser 1. Epheser 1 ist ja so ein Kapitel, ja, da ist so jeder Halbsatz ein Ozean. Also gerade die ersten 14 Verse sprengt der komplett die Theologie von denen. Es ist unendlich tief, wenn du darüber hinwegliest, du verstehst auch noch gar nicht, was er dann meint, und es ist unglaublich. Und im Griechisch, also im Deutschen, wenn du Elberfelder zum Beispiel liest, verstehst du schon fast nichts, und es sind so mega verschachtelte Sätze. Und im griechischen Urtext ist es noch viel schlimmer, da wo wir schon Punkte haben, geht es da noch weiter. Ja? Also diese unglaublich komplexe Texte und auch Inhalte, und deswegen schreibt er dann ab Vers 15, nachdem er ihnen gesagt hat, wie gigantisch Gottes Heilsplan ist und welche Rolle wir da drin spielen und so weiter, dann sagt er in Abvers 15, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus, an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer an meinen Gebeten. Also er sagt, also ihr habt zwar nichts verstanden, aber ich höre nicht auf, für euch zu beten, und zwar folgendes. Ab Vers 17, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und da kommt jetzt ein Punkt, und im Griechischen geht es weiter bis ins Kapitel 2 rein, dieser Satz. Und wenn du dieses Gebet so hörst, gerade noch im schönen Elberfelder Deutsch, dann lässt es dein Herz nicht gleich höher springen und du denkst, ja, das will ich beten. Aber was er hier macht, er setzt Überschriften, was er dort betet. Und das ist so, wie biblische Gebete aussehen. Es sind Zusammenfassungen von was er betet, und sie sind meistens nicht ganz intuitiv. Auch wenn ihr Epheser 3 lest, Kolosser 1, Philippa 1, da sind Aspekte drin, wo man gleich sagt, oh ja, cool, und Aspekte drin, wo man erstmal drüber nachdenken muss, was meint er hier eigentlich? Also gerade wenn man so Sätze liest wie, dass ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ja.
Was betet er? Und dass wir das gar nicht gleich verstehen, was er dort meint, zeigt auch, wie wenig Tiefe wir manchmal haben im Verständnis von um was es geht. Und wenn wir lesen, für was Paulus immer gebetet hat und dann abgleichen, was wir so beten, ist da eine große Diskrepanz. Das heißt, nicht schlecht, was wir beten. Ich ärgere euch jetzt ein bisschen. Es ist einfach nur nicht so eine hohe Qualität. Darf man das sagen? Gebet und Qualität? Ich glaube ja. Weil die Dinge, die Paulus gebetet hat, sind enorm tief und gehen wirklich an die Wurzel dessen, um was es geht. Und wir beten oft, ich nenne es, also seid mir nicht böse, ihr dürft mir auch böse sein, egal. Wir beten oft oberflächlich. Wir beten oft immer nur fürs Außen. Also wir beten zum Beispiel darum, dass sich Umstände ändern, was super ist, lasst uns dafür beten. Also ich sage nicht, dass wir das lassen sollen, also tut das eine und lasst das andere auch. Ja, also beides, aber wir haben oft nur so nach außen hin Gebete und auch sehr, sehr, ja, oberflächlich trifft es eigentlich ganz gut. Also da ist irgendein Problem oder irgendeine Sache und dann sagen wir, Gott löst es irgendwie. Und Paulus betet viel grundsätzlicher, um was es wirklich geht. Zum Beispiel Paulus, seine Theologie zusammengefasst ist eigentlich, jedes Problem löst sich, wenn wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Deswegen fast jedes Gebet befasst sich damit, dass wir tiefer erkennen, wer Gott ist. Und wir beten irgendwie so, Herr, segne die Predigt. Ja? Und das ist auch gut und der Herr weiß schon, was er zu tun hat dann. Aber tiefer wäre zu beten, Gott, gib den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass Menschen dich tiefer erkennen. Und da geht es jetzt nicht um den Ausdruck, du musst nicht diese Form von, aber den Inhalt, das Verständnis von, um was beten wir. Wir beten nicht nur, Herr, segne die Predigt, sondern wir beten, dass eine Offenbarung durchbricht, dass Menschen in der Tiefe selbst erkennen, erfahren, genießen, schmecken, sehen, wie Gott ist. Weil das wird alles verändern. Okay, bevor wir tiefer in die biblischen Gebete reingehen, will ich ganz kurz erklären, warum ich glaube, dass sie so zentral sind, wenn wir beten lernen wollen. Und ich glaube, wir schauen uns das in der Bibel an, damit ihr das richtig seht. Ich habe heute keine Bibelstellen da oben auf der Leinwand. Hatte keine Zeit. Und ich bin ein Feind von PowerPoint, deswegen, genau, nehmt eure Bibeln zum Bibeltraining mit. Lukas 11 ist ein Text, der darum geht, wie hat Jesus beten Leuten beigebracht zu beten. Und das will ich euch ein bisschen zeigen, okay, warum macht es Sinn, zu lernen, mit biblischen Gebeten zu beten. Lukas 11, ab Vers 1. Da ist es, und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der an uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Also eine abgekürzte Form des Vaterunsers. Was ist die Situation? Die Jünger sehen Jesus beten. Und wenn ich eine Situation gerade aussuchen dürfte, so, wo ich dabei gewesen sein hätte dürfen mit Jesus, ich hätte so gern gesehen, wie er betet. Und den Berg der Verklärung, den hätte ich auch gern mitgenommen. Aber zu sehen, wie Jesus betet. Und sie haben gesehen, sie haben erlebt, wie Jesus mit Gott gesprochen hat. Wie Gemeinschaft zwischen Gott Vater, Gott Sohn als Mensch ausgesehen hat. Und sie haben das gesehen und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das waren Juden, ja, und die waren gut sozialisierte Juden, das heißt, die waren in der Synagoge, die haben von klein auf die Gebete kennengelernt, die kannten die Bibel, damals AT, besser als wir alle zusammen wahrscheinlich, ja, die waren super drauf, die waren schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs, die wussten, wie man betet, aber als sie gesehen haben, wie Jesus betet, haben sie gesagt, oh Herr, lehr uns beten. Und das Schöne ist, Jesus sagt, okay, ich bring's euch bei. Und was macht er? Wie sagt er, wie lernt ihr beten? Er sagt, bapp, ich gebe euch ein biblisches Gebet. Ich gebe euch wie ein Modell von
Gebet und da könnt ihr euch entlanghangeln und da lernt ihr zu beten. Dasselbe in Matthäus 6 in der Bergpredigt, wo Jesus verschiedene Themen lehrt und er sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Also wie könnt ihr beten? Wie können wir beten lernen? Er sagt, ihr betet so. Und dann kommt das Vaterunser in der ausführlichen Form. Und das Vaterunser, also ich schätze das, wenn wir als Christen zusammenstehen und gemeinsam das Vaterunser beten, das hat irgendwie sowas von wir kommen zusammen, Einheit, das hat irgendwie auch eine Kraft drin. Aber in erster Linie ist das nicht die Funktion des Vaterunsers. Sondern das Vaterunser ist, jeder Halbsatz ist eine Überschrift, wo Jesus sagt, ich gebe euch dieses Modell und so könnt ihr beten lernen. Wie beginnt das Vaterunser? Vaterunser, genau. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Punkt, fertig, Ende, aus, damit beginnt das Gebet. Jesus sagt, wenn ihr beten lernen wollt, dann fangt an, euch auszurichten. Vater, unser Vater. Und du fängst an, dich auf diesen Vater zu fokussieren, den Vater zu erleben, zu empfangen, auf ihn zu schauen, ihm zu sagen, wer er ist. Und er ist nicht nur der liebe Abba-Vater-Knuddel-Daddy, sondern er ist auch der thront im Himmel. Und diese Perspektive zu haben. Also das, was ich letztes Mal gesagt habe, dein Gottesbild bestimmt dein Gebetsleben. Und er sagt, fang damit an, im Gebet auf Gott zu schauen, zu genießen, wer er ist. Und Jesus würde auch sagen, hey, wenn ihr über den Punkt nicht rauskommt, alles gut. Die biblischen Gebete sind nie dazu da, dass wir sie durchkriegen. Sondern jeder Halbsatz ist ein Sprungbrett, um zu beten und Gott zu begegnen. Ich komme nicht immer durch und das ist nicht schlimm. Also er sagt, ihr wollt beten lernen? Okay, nehmt dieses Gebet, fang damit an, Vater unser im Himmel. Da fängst du an und dann betest du darüber und dann, oh Gott, du bist der Vater und fängst an zu beten, vielleicht eine Minute, vielleicht 10 Minuten, vielleicht überwältigst du dich völlig und du liegst 2 Stunden da und freust dich einfach, wie Gott ist. Ganz egal. Und dann gehst du weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und was für ein Konzept von Jesus, dass es erstmal darum geht, um ihn. Und um das Wesentliche, dass Gott verherrlicht wird in allem. Und so kannst du das Gebet durchgehen. Das ist wie eine Gebetsliste eigentlich, was dir hilft, was kannst du mit Gott besprechen. Und ich glaube, dass sich die Methode Jesu nicht geändert hat. Das heißt, wenn wir beten lernen wollen, dann sagt er, hier ist eine Gebetsliste. Hier ist ein Modell, hier kannst du es lernen. Und es gilt nicht nur fürs Vaterunser, sondern wir haben zum Glück noch ein paar mehr Gebete. Aber diese Gebete helfen uns, wie können wir beten, zu wem können wir beten, was können wir beten, was ist sinnvoll zu beten. Und deswegen glaube ich, dass es so zentral ist für uns heute hier und auch für alle, die du jüngerst, das heißt deine Small Group, deine oder Hausgruppe oder wie auch immer das bei euch heißt, deine Mentees, in die du dich investierst und wenn du noch keinen hast, dann such dir spätestens nach heute Leute, weil es gibt ganz viele Christen, die sind noch nicht so weit wie du, deswegen investieren sie. Wenn du predigst, wenn du was auch immer du tust, bring Leuten bei zu beten und zeig ihnen biblische Gebete und hilf ihnen, sich da entlang zu hangeln. Weil wenn man Leuten sagt, okay, setz dich hin, nimm dir eine halbe Stunde Zeit mit Gott, was mache ich dort? Und du gibst ihnen wie Gesprächsstoff und sagst, hier, nimm diese Gebete und du hast Headlines, also Überschriften, wo du durchgehen kannst, das kannst du beten. Okay. Ich sage euch mal ein paar Charakteristiken, das sind nicht alle, aber einige, und ein paar Auswirkungen, wenn wir die nutzen, warum ich so ein großer Fan bin von biblischen oder apostolischen Gebeten. Das erste ist, du wirst feststellen, die sind alle gottzentriert. Das heißt, eigentlich jedes biblische Gebet fängt mit Gott an. Das heißt, jedes biblische Gebet beginnt damit, erstmal auf Gott zu schauen. Wir haben vorhin Epheser 1 gelesen. Oh Gott meines Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit. Ich meine, allein das ist schon der Hammer, ja. Aber es richtet erstmal aus und man fängt immer damit an, erstmal auf Gott zu schauen. Und das ist ein Grundprinzip. Wenn wir lernen, mit den biblischen Gebeten zu beten, dann werden wir plötzlich anders beten, weil wir nicht anfangen mit dem Problem. Weil wir nicht anfangen mit uns. Weil wir anfangen mit ihm. Und dann macht Gebet auch Spaß. Also ein heißer Tipp übrigens, wenn Gebet mehr Spaß machen soll, ist, dreh dich mehr um Gott als um dich. Die biblischen Gebete sind alle positiv. Alle biblischen Gebete sind positiv. Was meine ich mit positiven Gebeten? Du wirst in der Bibel kein negatives Gebet finden, sondern nur positive Gebete im Sinne von Gott, bring mehr, gib hinzu. Also ich habe auch weiter unten geschrieben, alle Gebete sind für Bitten und nicht gegen Bitten. Also wir beten oft negativ, ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Wir beten zum Beispiel gegen Krankheit, gegen Spaltung, gegen die Lügen.
Das findest du überhaupt nicht in der Bibel. Also Paulus kann in der Gemeinde gucken, wie Korinth, völlig zerstritten, alles ist am Auseinanderbrechen und er betet kein einziges Mal gegen Spaltung. Weil er betet einfach für Einheit. Es ist dasselbe irgendwie, aber es ist eine Art und Weise zu sehen, zu denken und Gott und die Welt zu sehen, die sehr, sehr viel verändert. Beten wir immer nur gegen Dinge oder beten wir für Dinge? Und alle biblischen Gebete sind nicht negativ, sondern sind positiv. Und vielleicht dazu noch ein Satz. Du kannst feststellen, jedes Gebet, was du formulierst als Gegenbitte, gibt auch eine Möglichkeit, das positiv zu formulieren. Also ich kenne so viele, die beten gegen die Verblendung bei Bababab. Bete doch einfach für Offenbarung. Also, und wisst ihr, was es mit euch machen wird? Wenn du immer gegen Dinge betest und gegen Dinge rennst, ist es so frustrierend. Das ist so anstrengend. Und du guckst immer auf das Problem, immer auf das, was nicht da ist, statt zu schauen auf das, was Gott tut. Wir hatten neulich im Gebetshaus diesen Satz in der Gebetszeit, der Martin mit reingebracht, als der Lobpreisleiter war, dass Gott der Gott ist, der das Nichtseiende in Existenz ruft. Und das ist Gebet eigentlich. Statt dass wir gucken, was ist da und was stört uns, gucken wir, was ist noch nicht da, aber was will Gott tun, und das rufen wir in Existenz. Und du wirst so viel positiver in deiner Gemeinde unterwegs sein, wenn du nicht gegen Spaltung betest, sondern für Einheit. Und wenn du nicht betest, dass die doofen Leiter endlich Buße tun sollen, sondern dass Gott sie füllt mit Weisheit und Klarheit. Okay. Warum liebe ich noch die biblischen Gebete? Automatisch, wenn du biblische Gebete betest, Beter werden auf Gott ausgerichtet. Du beginnst immer mit Gott. Dann, ich habe das mal so provokant genannt, die Gebete haben Erhörungsgarantie. Weil die sind vom Heiligen Geist inspiriert, in der Heiligen Schrift verbrieft, dass Gott sagt, das ist, was du beten kannst und das ist mein Wille. Und wenn wir seinen Willen beten, wird der Wille geschehen. Ich weiß, dass wenn ich Epheser 1 bete über irgendeinen anderen, das ist, was Gott tun möchte und das ist, was geschieht. Okay. Ich glaube, ihr seid da, der Navi kann aus. Eine alternative Predigt. Das ist Multitasking in einer ganz neuen Level hier. Okay. Okay. Das ein weiteres Merkmal ist, die Gebete sind allesamt, haben eine enorme Qualität, sind enorm tief. Und wenn wir anfangen, die zu studieren, werden wir merken, boah, wenn du das anfängst zu beten und du hast Erhörungsgarantie und wenn du das betest, wirst du auch die Resultate erleben, die Paulus erlebt hat. Ich habe geschrieben, die Gebete sind die Herzenssprache Gottes. Also nicht unbedingt das Lutherdeutsch oder Elberfelder Deutsch oder so, aber der Inhalt, das ist die Offenbarung, das ist das Herz Gottes über seiner Gemeinde, über dir, über jeden, ja. Das ist, was er tun möchte, das ist, wofür sein Herz schlägt. Er brennt darauf, das zu tun. Und ich stelle mir, wenn ich bete, Gott oft vor, wie er auf seinem Thron sitzt. Das heißt, er ist ein verzehrendes Feuer und er brennt voller Eifer und Leidenschaft und will so vieles tun. Und es braucht nur, dass ich sage, ja, ich will es. Und er hat einen Raum, es zu tun. Er brennt darauf, diese Dinge in uns hervorzubringen. Ich habe schon gesagt, es sind Fürbitten, nicht Gegenbitten. Ich habe mal ganz allgemein geschrieben, viele der Gebetsfallen werden automatisch gemieden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich mit Gebetsfallen meine, aber Gebetsfallen tauchen sowohl im persönlichen Gebetsleben auf und multipliziert dann in Gebetstreffen. Gebetsfallen meine ich sowas wie, dass wir so Gebete haben, wo man sich nur bei Gott beschwert. Wo es sich nur um uns kreist, wo wir das Problem anschauen und groß machen. Oder auch Predigtgebete wäre für mich so eine Gebetsfalle. Kennt ihr Predigtgebete? Ja? Also jemand fängt an zu beten und tut dann irgendwie so seinen Lieblingsbibelvers halt predigen. Ja, so, oh Gott, du sagst, die, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Und ich bete, dass jeder Einzelne hier
im reinen Herzen ist. Und damit bedeutet das, dann fängt er 5 Punkte an auszuführen und dann guckt er einen ganz intensiv an und sagt, ja, und ich bete, dass auch jeder das versteht und umsetzt, ja. Und dann wird es ein halbes als Predigt getan. Ich habe schon verrückte Sachen erlebt in Gebetstreffen, ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, aber es gibt viele Dinge, die automatisch abgestellt werden, wenn wir biblisch beten würden, also wenn wir die biblischen Gebete nehmen würden. Das ist auch diese, ich erzähle Gott meinen ganzen Tag und alle anderen müssen auch zuhören, Gebete, die einfach in einer Gebetsgemeinschaft, die gemeinsam Fürbitte macht, kein Raum hat. Ja. Okay, und was auch noch was ist, wenn wir zusammen beten, biblische Gebete bringen eine enorme Einheit. Also ich habe da mal als Beispiel Apostelgeschichte 4 reingemacht. Das ist ein Gebet, das frei formuliert, hast du in manchen Kreisen Probleme, das zu beten. Also wenn du in manchen Kreisen, ich weiß nicht, wo ihr auch alle herkommt, so von eurem Frömmigkeitshintergrund, ich checke ja nicht bei jedem ab, aus welcher Gemeinde der jetzt kommt, aber wenn in deiner Gemeinde jemand aufstehen würde und würde beten, Gott, wir beten, dass du durchbrichst mit Heilung, Zeichen und Wunder in unserer Stadt und ja, da gäbe es in manchen Kreisen so, ja, so Vorbehalte dagegen, ja, so. Und deswegen, wenn ich in solchen Kreisen unterwegs bin und ich habe auf dem Herzen irgendwie zu beten, dass Gottes Kraft mehr sichtbar wird in unserer Stadt, dann bin ich nicht unweise und sage einfach, Gott, brich ihn ein, sondern was ich mache ist, ich nehme zum Beispiel Apostelgeschichte 4 und ich bete dann und sage, entweder lese ich das Gebet vor oder ich nehme einfach das so und sage, und Vater, ich bete für unsere Stadt, so wie die Apostel gemeinsam gebetet haben in Apostelgeschichte 4, dass du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und das bete ich auch, so wie sie damals, und ich fange an einfach das zu beten. Ich bete exakt dasselbe und alle sind total eins mit mir, weil ich habe die Bibel gebetet. Und das ist wirklich ein wichtiger Faktor, weil Gebet ist ja auch der Punkt, wo wir zusammenkommen, auch aus unterschiedlichen Gruppen hoffentlich. Bei uns im Gebetshaus machen wir das die ganze Zeit. Leute aus allen möglichen Gemeinden kommen zusammen. Und wir trainieren unsere Gebetsleiter, dass wir sagen, wir wollen, dass ihr biblische Gebete betet oder als Grundlage nehmt, weil da kann jeder mitgehen. Also wer da nicht mitgehen kann, da hat es dann vielleicht andere Probleme, weil das steht ja da in der Bibel. Ja? Also jeder kann irgendwie beten, was Paulus oder Jesus gebetet hat. Okay, deswegen, ich bin großer Fan von den biblischen Gebeten. Und ich möchte euch kurz erklären, wie habe ich angefangen, die in meinem Gebetsleben zu integrieren. Also wie mache ich das, wie setze ich das ganz, ganz praktisch um und will dich ermutigen, dasselbe auch zu tun. Das Erste ist, such dir irgendein Gebet aus, das dir gefällt. Also nimm meine, wie gesagt, die 4 besten, ja, meine Meinung, Epheser 1, Epheser 3, Kolosser 1, Philipper 1. Das sind meine 4 Lieblingsfreunde hier, nimm dir ein Gebet und lern das ein bisschen kennen. Also liest es durch und mach dir ein bisschen Gedanken, was heißt das eigentlich. Manchmal macht es Sinn, sowas dann in verschiedenen Übersetzungen zu lesen oder mal ein bisschen rumzugucken, was meint Paulus da, weil manche Gebete, wie gesagt, sind nicht ganz so intuitiv. Und dann, wenn du dir irgendein Gebet ausgesucht hast, nimmst du das und du betest es wie eine Gebetsliste. Das heißt, du hast so deine Gebetszeit und irgendwann sagst du, okay, jetzt nehme ich mir machen wir mal als Beispiel Kolosser 1. Du hast deine Gebetszeit, sitzt in deinem Kämmerchen, im Gebetsraum oder wo auch immer du gerade bist und nimmst dann das Gebet. Ich lese mal ab Vers 9, das fängt schon ein bisschen früher an so. Und dann ab Vers 9 sagt er, deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Jetzt kommt sein Beten und Bitten. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend. So, jetzt nimmst du dieses Gebet und benutzt es wie eine Gebetsliste. Meinetwegen, du betest es erstmal nur für dich. Einfach eine persönliche Gebetszeit, du kannst es genauso machen, du betest für deinen Partner, für deine Gemeinde, für was auch immer. Du nimmst es wie eine Gebetsliste und du sagst, okay, seine erste Bitte ist, ich bete, dass ihr mit Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistigem Verständnis. Okay, jetzt hast du dir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und merkst, okay, was kann ich da beten? Und du fängst an zu beten, also wenn ich sowas bete, ich laufe dann immer so hin und her irgendwie, ich bin so, ich muss dann aktiv sein oder ich sitze da und wackel so.
muss immer irgendwas tun. Und dann bete ich und dann sage ich, Gott, ich bete, dass du mich füllst mit Erkenntnis von deinem Willen. Ja, also ich nehme oft einfach den Satz, wie er dasteht, und dann drücke ich es in eigenen Worten aus. Ich sage, Gott, ich möchte wirklich sehen, was ist dein Wille über meinem Leben? Und dann bringe ich ihm vielleicht besondere Bereiche, wo ich sage, Gott, ich muss deinen Willen erkennen. Gott, ich will jemand sein, der nicht nur weiß, was dein Wille ist, sondern hier steht Erkenntnis. Das heißt, soll, will jemand sein, der nah an deinem Herzen ist, der fühlt, was du fühlst, der darüber denkt, was du denkst. Ich will deinen Plan erkennen und bete darüber, dass ich geistliches Verständnis kriege, Durchblick kriege und so weiter und so fort und bete es über meinem Leben. Dann gehe ich weiter, wenn ich irgendwann damit durch bin, und dann bete ich, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Dann sage ich, Gott, ich bete es, weil ich will jemand sein, der dir würdig wandelt, dir zu allem Wohlgefallen. Also zu Deutsch, Gott, ich möchte, dass mein Leben dir ein Wohlgeruch ist, dass es dir gefällt, dass es alles, was du siehst, Gott, ich bringe dir meine Gedanken, meine Worte, meinen Umgang mit Menschen, Gott, bring in mir hervor, dass es alles, was Schönes ist vor dir, dass es, dass jeder Bereich meines Lebens, und Gott, besonders hier brauche ich Gnade, und dann bete ich darüber, dass mein gesamtes Leben vor Gott eine würdige Antwort drauf ist, wer er ist und wie er ist und was Golgatha und Auferstehung und Heiliger Geist so bedeutet, dass mein Leben repräsentiert und so weiter. Ja? Und dann bin ich da eine Weile unterwegs oder auch nur kurz und dann gehe ich weiter, Frucht bringt in jedem guten Werk. Oh Gott, und ich bete, dass mein Leben Frucht bringt. Dass du mir zeigst, was sind die guten Werke, in die ich reingehen soll. Und bitte hilf mir auch zu entscheiden, was sind wirklich die guten, wo ich reingehen soll, was sind die Dinge, die sie nur gut anhören, aber nicht für mich drin sind. Gib mir da Weisheit. Und Gott, reinige mich, dass ich mehr Frucht bringe und so weiter und so fort. Und dann bete ich, dass da Frucht entsteht, die bleibt und Gott verherrlicht und was auch immer. Ja? Und dann gehe ich weiter und dann das nächste Wort, und dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Oh ja, wie immer, Paulus, Erkenntnis Gottes wachsen. Und dann sage ich, oh Gott, ich bete, dass ich wachse in der Erkenntnis Gottes. Ich bete, dass ich dir tiefer begegne denn je. Ich bete, brich rein in mein Leben mit Visionen, mit prophetischen Dimensionen. Lass mich dich neu spüren. Ich bete um neue Begegnungen mit dir in einer Art und Weise, wie ich es bisher nicht kenne. Gott, ich bete, dass wenn ich die Bibel lese, dass du mich neu anspringst aus den Seiten. Ich bete, dass ich breite Höhe, tiefe Länge von dir mehr kenne. Und ich bete darum und num und wie auch immer. Und bitte Gott und sehn mich danach, dass er es tut. Und ich weiß, er will es tun, sonst hätte er es ja nicht aufgeschrieben. Und dann bete ich dafür und dann gehe ich weiter und dann bete ich, dass ich gekräftigt werde mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausraum mit aller Langmut und so weiter. Ja, ein unglaublicher Satz zu Deutsch. Gott, stärk mich, dass ich durchhalte. Gott, gib mir deine Kraft, befähige mich, Gott, dass ich dieses Feuer nicht nur heute lebe, sondern morgen lebe und ich brauche Gnade von dir, dass ich ausharre in dem dich suchen, dass ich standhaft bleibe als Leiter, wenn ich manchmal frustriert bin, dass ich, keine Ahnung in welchem Bereich, Gott, gib mir neue Kraft, gib mir neue Vision. Du sagst in deinem Herzen brennt dein Eifer für dein Haus und ich bin gerade müde geworden, deinem Haus zu dienen. Aber ich bete, dass dieser Eifer neu in mein Herz kommt und ich bababab und dann bete ich das. Und wenn wir diese Gebetsanliegen jetzt anschauen, dann meine Frage, wann hast du das letzte Mal das gebetet? Und was würde, wenn wir das beten, was würde das in uns machen und hervorbringen? Also versteht ihr, wir beten immer noch Umstände um und für das und jenes. Aber wenn wir anfangen, das auch zu beten und zu integrieren in unser Leben, dann werden wir sehr, sehr tiefe Dinge beten, sehr, sehr grundsätzliche Dinge beten und die sind fast alles immer innerliche Dinge, die Gott in dir tut und dann wird sich auch um dich herum ganz viel tun. Das heißt, so habe ich gelernt, damit zu beten und also ich habe die wirklich wie eine Gebetsliste genommen und Satz für Satz für Satz für Satz durchgebetet. Ich habe das sogar bei manchen Gebeten so gemacht, weil ich irgendwie die kennenlernen wollte. Also es sind für mich so richtige Freunde geworden. Ich lerne die so kennen und dann guck mal so und lerne uns kennen. Und dann habe ich zum Beispiel mir ein Gebet genommen und habe gesagt, das will ich ein bisschen mehr kennenlernen. Dann habe ich mir eine Liste aufgeschrieben von, ich weiß nicht, 10, 12 Leuten und habe gesagt, so, das bete ich jetzt für jeden einmal. Und da habe ich Person 1 genommen, habe das Gebet vorgelesen, habe es durchgebetet für die Person und dann für den nächsten. Und so habe ich einfach das gelernt. Also war Üben und gleichzeitig natürlich real, ja. Und habe dann gemerkt, boah, die Facette ist da drin und das und jenes. Und so wurden das Gebet in die Herzenssprache werden. Und am Anfang ist es manchmal ein bisschen, sind da Widerstände dagegen da in dir, das zu tun. Aber wenn du anfängst und wirklich machst, wird es Folgendes machen. Es wird die Art, wie du betest, komplett verändern. Die Dinge, für die du betest, wird sich ändern. Und auch wenn du dann nicht im Elberfelder Deutsch Epheser 1 zitierst, wirst du im normalen Deutsch solche Dinge beten und es wird dein ganzes Gebetsleben prägen. Und es wird so ein schleichendes, automatisches, immer mehr Übereinstimmung sein mit dem Herzen Gottes, was wirklich seine tiefen Herzensanliegen sind.
Und es gibt so verschiedene Dinge, die ich immer wieder mitkriege oder wo Leute immer wieder zu mir kommen oder die ich unausgesprochen spüre, wenn ich über biblische Gebete lehre, ist, dass Leute zum Beispiel sagen, ja, ich will aber einfach beten, was auf meinem Herzen ist, ja. Und da sage ich dir, das darfst du ja auch. Also es ist ja nicht entweder oder, sondern du darfst ja beides tun. Und es ist gut, wenn du betest, was auf deinem Herzen ist. Allerdings besser wäre, du betest, was auf seinem Herzen ist. Besonders, wenn ihr in einer Gebetsgemeinschaft seid. Dann manchmal sagen wir, ja, ich kann beten, ich weiß, wie man betet, ich brauche da Paulus nicht und so weiter. Test es einfach. Ich mag dir Mut, ich mach das einfach mal. Nimm dir einfach mal, wir haben jetzt wieder 4 Wochen Zeit, ja? Nimm dir 1, 2 biblische Gebete und sag, okay, ich werde die integrieren, muss nicht jeden Tag sein, aber immer wieder werde ich die integrieren in meine Gebetszeiten. Das Vater unser meinetwegen nehmen, weil da fühle ich mich schon ganz wohl und dann nehme ich mir so ein abgespacedes Paulusgebet, lerne das kennen und fange an, das zu beten für mich, für meine Gemeinde, für meine Freunde, für wen auch immer alles ich bete. Und glaub mir, wenn du da erstmal das kennengelernt hast, du wirst nicht anders beten wollen. Du kannst dasselbe natürlich auch machen mit biblischen Verheißungen, ja? Also kann man auch nehmen wie eine Gebetsliste. Aber es ist einfach ein Prinzip des Betens, wenn du das kennenlernst, du wirst merken, boah, das ist so ein Reichtum, das ist so ein Schatz und das ist einfach Jesu Weg, wie wir beten lernen. Was ich auch immer noch betonen möchte, ist, wenn wir die biblischen Gebete beten, ich habe das vorhin schon kurz gesagt, es geht nie darum, dass wir durchkommen. Sondern es geht eher darum, du sitzt da und denkst, okay, ich habe jetzt Gebetszeiten und dann hast du irgendwie was auch immer gebetet oder gemacht oder Bibel gelesen oder Lektion Divina gerade gemacht, ja. Und dann denkst du, boah, ich habe jetzt noch Zeit oder ich will jetzt noch was beten, aber irgendwie keine Ahnung. Ah ja, ich fange einfach mal da an, da komme ich dann schon auf Gedanken. Also das hilft dir, gute Dinge zu beten, auf die du sonst nie kommen würdest. Also das ist einfach so ein, okay, es füllt mein, was kann ich überhaupt mit Gott die ganze Zeit besprechen? Weil wenn du jetzt denkst, boah, keine Ahnung, ich verbringe mal so einen halben Tag mit Gott, so 6, 8 Stunden oder so, wäre für viele so, was mache ich eigentlich die ganze Zeit, ja? Aber das geht ganz einfach. Es gibt verschiedene Dinge zu tun, er ist die ganze Zeit da, er ist die ganze Zeit gut gelaunt, er will mit dir reden, er hat ein dickes Buch gegeben, kannst Lektionen, kannst 1000 Sachen machen und eine Sache davon ist, du sagst, oh, jetzt habe ich hier eine Stunde Zeit, oh, ich habe mir vorgenommen, ich bete hier eine Stunde oder ich bete hier eine halbe Stunde für bitte für irgendwelche Leute und irgendwie bete ich immer nur, Herr, segne die Predigt. Jetzt nehme ich einfach mal das Gebet und ich bete das mal für meine Familie. Und du wirst sehen, du kommst auf ganz andere Gedanken. Also deswegen probiert es aus und es ist immer nur Sprungbrett. Also das heißt, du musst nie durchkommen, es ist immer Sprungbrett. Wenn du nach dem ersten Satz, unser Vater, oh, und dann bist du eine halbe Stunde beschäftigt und weg und wie auch immer, dann hat es seinen Zweck erfüllt, okay? Also, oder wenn du an einer Bitte hängen bleibst oder ganz woanders landest, es geht darum, dass es dich wie reinbringt in den Gebetsfluss, in eine Dynamik mit Gott, in ein Gespräch mit Gott und wenn es dich irgendwo hinführt, nur nicht ans Ende von dem Gebet, ist alles gut. Ja, und wenn du durchkommst, ist auch gut, ja, und am Anfang kommst du durch so ein Gebet auch relativ schnell durch, da denkst du, ups, okay, jetzt habe ich es gebetet, und je tiefer du es kennenlernst, desto mehr merkst du, wie viele Facetten das sind, und du musst auch nicht jedes Mal alle Facetten beten, aber es wird reicher und tiefer, je länger du es kennenlernst. Ist es gut? Wunderbar, dann machen wir jetzt noch einen kurzen Praxisteil, weil wir sind ja Bibeltraining, ja, das heißt, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit und du darfst dir ein Gebet rauspicken, am besten Epheser 1, Epheser 3, Philipper 1 oder Kolosser 1 oder ein anderes und liest das einfach mal für dich und fang einfach das, was ich gerade gesagt habe, einfach mal an zu tun. Wir haben jetzt nicht, wir werden nicht so viel Zeit dafür nehmen, jetzt gute 10 Minuten oder so. Und aber einfach nur, dass du es mal irgendwie praktisch gemacht hast, dann verinnerlicht sich das auch, ah, so geht es. Kannst auch das Vaterunser nehmen, wenn du magst. Einfach mal anfangen. Den ersten Satz, ah, das bete ich zu Gott. Und dann gehst du zum nächsten, betest das. Und bete einfach für dich heute mal. Ja, das tut dir gut. Du bittest Gott einfach, dass er das in deinem Leben tut. Und genau, darfst auf deinem Stuhl sitzen bleiben oder auch da rumlaufen oder darfst alles machen, solange keinen anderen stört. Genau. Ich werde es so in gut 10 Minuten oder so, werde ich das dann beenden. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel.
Ansonsten nehmt es Vater unser. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, wie die Jünger, und sagen, Herr, lehr uns beten. Und ich danke dir, dass du es liebst, uns das beizubringen. Ich danke dir, dass wir ja, dich als unseren Lehrer haben und du jeden von uns dort hineinführst. Ganz persönlich, ganz tief beten zu lernen. Und ich bete, dass uns das, was wir jetzt heute Morgen gehört haben, weiter befähigt und ermutigt, im Gebet zu wachsen und nächste Schritte zu gehen. Amen. Ich weiß, so ein Setting hier ist immer ein bisschen künstlich und ich bete eigentlich fast immer laut. Das mag ich dich übrigens auch sehr ermutigen, nicht leise zu beten, weil sobald man nur in Gedanken betet, ist man ganz oft irgendwo. Und laut zu beten wie eine normale Unterhaltung ist so viel einfacher. Also auch wenn ich bei uns im Gebetsraum bin, wenn ich nicht gerade irgendwie kontemplativ in mich versunken bin, bete ich eigentlich laut. Da läuft dann Musik und so weiter, dass ich so laut beten kann, dass es nicht jeder mitkriegt. Aber genau, und wenn du alleine bist oder wo auch immer du bist, einfach laut zu beten hilft ganz arg. Und auch, auch wenn wir biblische Gebete beten, macht das ganz viel Sinn. Das wird jetzt hier ein bisschen schwierig, wenn wir alle hier volles Rohr beten. Aber einfach mal, dass ihr es ein bisschen schmeckt. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie, konntet so ein bisschen was damit anfangen, mal reinschmecken. Apropos schmecken, wir machen jetzt Pause. Eine halbe Stunde, dass wir um 11:30 hier weitermachen. Und genau, erfrischt euch, tankt frische Luft, tankt Kaffee. Vorne sind ein paar Sachen zum Snacken und so. Bedient euch da gerne. Ist einfach, wer was ins Spendentöpfchen da werfen will, darf das. Wer nichts dabei hat, nimmt sich einfach. Und genau, eine halbe Stunde wieder hier.